So, und da sind wir wieder bei Minecraft. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Weiß ich nicht. Ich liebe Sie. Ja, der hat meine Hunde weggemacht. Wer ist der? Der. Ich habe heute 6 Stunden geschlafen. Gut. Weil ich mir Dinge angeguckt habe, unter anderem auch My Hero Academia, und das war irgendwie nicht wirklich so toll, wie es immer hochgemacht wird, aber das habe ich schon 1000 Mal gesagt. Ich meine, ich sehe wie gesagt nirgendwo, dass das immer noch so gehypt wird wie bei Staffel 2. Ich denke, du weißt, auf wen ich mich beziehe, wenn ich sage, bei dem wird es hochgehypt. Ja. Aber da habe ich auch schon in die Kommentare. Warum schlägt der immer nochmal? Mit der Axt. Aus irgendeinem Grund, wenn ich irgendwas antippe, dann schlägt er die Axt nochmal. Gut. Manchmal. Teleportierst du dich dann neben mich? Ich stand schon neben dir die ganze Zeit. Mir hast du dich gerade hinter teleportiert. Tja, heute klappt das nicht so gut mit dem Internet. Irgendwas Tolles müssen wir mit dem glatten Stein doch anfangen können. Ich meine, der sieht ein bisschen aus wie diese Polsterung aus der Irrenanstalt. Und er hat die Karte dorthin gestellt, warum auch immer. Ich finde, das sieht besser aus. Keine Ahnung. So, und ich muss jetzt gerade mal gucken, ob der Turm jetzt so wie der ist schon hoch genug ist. Das könntest du auch bewerten. Wie hoch soll das sein? Tja, guck mal, ob das normal aussieht. Ich meine, es sieht aus, als würde nicht sofort zusammenkippen beim kleinsten Wind. Aber trotzdem hoch genug, dass man ihn von der mittleren Distanz aus sehen könnte. Frage ist ja nicht, ob der hoch genug ist, ob man ihn sehen kann. Ob der hoch genug ist, dass man glaubt, ja, das könnte so gebaut werden. Wie gesagt, es ist nicht, als würde er beim kleinsten Wind umkippen. Nicht, dass ich dann irgendwie wieder so einen Turm habe, wo der Turmdingens viel zu hoch ist. Und so. Ja, ne? Ich höre schon wieder die scheiß Phantome. Ja, meine. Oder deine. Keine Ahnung. Das sind meine. Ich sehe sie da hinten rumfliegen. Fliegt der hinterher? Der kommt auf mich zu, oder? Oder der hat dich jetzt anvisiert, aber der ist halt neben mir angekommen. Die visieren doch nicht plötzlich was anderes an, oder? Keine Ahnung, der da hinten hat dich auch von Thomas. Ja, dann hat der hier mich verloren und hat dich verfolgt plötzlich. Der kann hier nicht runter, weil hier die Katze ist. Oder? Was hast du mit der Katze gemacht? Ne, die Katze ist noch da. Welche Katze? Hier ist eine Katze hinter den Blumen. Die soll dazu da sein, damit die hier nicht runtergeflogen kommen. Ach, die Katze. Und deine... Haben die Angst vor...
Haben Phantoms Angst vor Katzen? Ja, und das weißt du auch. Deswegen haben wir deine Katze da auch sitzen. Hörst du das nicht? Die fauchen die ganze Zeit nicht weg. Das haben wir schon vor Folgen herausgefunden. Fauch mich nicht an, afraid. Ihr folgt nur die Katze nicht. Warum willst du, dass die dir folgt? Setz das doch so hin, dass da keiner hochkommt. Ist doch schlauer. Setz sie doch wieder in die Ecke. Ist doch kein Nee. Problem, wir können eben pennen. Moment. Ich habe halt gerade einfach nur drei Striche. Okay, ich habe vier Striche von fünf. Es wird langsam besser. Ach, lass sie doch in Ruhe. Der Monster ist nicht bei. Was? Ich kann pennen. Hä? Uns ist das egal. Wieso ist der gestorben? Weil du den die ganze Zeit schlägst, du Arschloch. Wieso ist der gestorben? Ich habe ihn mit der Hand geschlagen. Ja, was glaubst du, wie oft der schon von dir geschlagen wurde, wahrscheinlich. Toll. Also jetzt auch der Monster ist eine Ball. Ja, weil du ihn umgebracht hast. Ich bin das Monster. Tatsächlich, gegen sowas Monsters hierbei, da sollten wir doch auch was gegen tun können. Jetzt haben wir nicht mal unseren Super Salesman mehr. Geh aus meinem Bett. Fuck you. Ich piss jetzt in dein Bett. Wieso kann ich dich nicht schlagen? Okay. Konnte ich bei dir, glaube ich, auch nicht. Der Kerl hatte die besten Deals. Was hatte der? Sticks. Oh Gott, Bob. Und Chips. Und Bier. Kalle der Güllemann will raus. Kalle der Güllemann kommt aber nicht raus. Den lässt so nicht raus. Den habe ich jetzt so eingebaut, wie er da gerade ist. Also technisch gesehen habe ich das ausgebaut. Ja, ich habe den eingebaut, damit er nicht mehr raus kann. Ich glaube, da sind wir gerade bei der Folge. Oder? Hast du gestern gesagt, zumindest? Ne, wir sind noch nicht bei der Folge. Lügner. Wir sind bei der Folge, wo ich den eingebaut habe. Aber die, wo du dann nachher noch was bei dem tust, wo ich mir so denke, boah, der baut da jetzt richtig was Großes hin, weil es sich auch so anhört. Und dann im Hä? Endeffekt machst du da einfach nur einen Block hin. Haben wir noch Glas? Scherben. Ja. Ja. Bei Kalle dem Güllemann kann man sich für ein Emerald vier Kürbiskuchen kaufen jetzt. Ja, der kann mal das Maul halten. Ich kenne bessere Deals von Leuten, die tot sind. Das will ich nicht. Ja, ich weiß, dass du nicht tot bist. Nee, ich meine, ich kenne keine Deals. Soll ich hier bei dem Turm ein Fenster dann offen lassen? Dass man da dann reinfliegen kann? Obwohl braucht man nicht. Man braucht mindestens einen Block, ja, aber einen Ja, Moment. brauchst du aber nicht, weil wir hier so in etwa eine Landeplattform hätten hier vorm Haus. Oder vorm Turm hier.
ist ja extra die große Stelle. Da sollte eigentlich genügend Platz sein. So, dann baue ich jetzt wieder weißes Holz. Du meintest doch, als du mir von Hunter Hunter erzählt hast damals, die ganzen Kämpfe sind halt einfach meist richtig kurz und sonst einfach da. Oder so. Hallo? Gut. Warten wir. Ich wurde gerade unterbrochen. Ja. Ja. Du meintest, die meisten Kämpfe in Hunter Hunter sind ja einfach nur richtig kurz und so, ne? Ich meine, die kleineren Kämpfe habe ich gemeint. Die unwichtigen. Ich finde interessant, dass die trotzdem besser. Wer hat da zwei Löcher reingemacht? Arschloch. Wo? In die Wand hier. Hä? Wo bist du? Ja, da, wo ich alles mit Erde bedeckt habe. Achso. Enderman? Fuck you, Enderman, der hat die einfach alle freigelassen. Das ist immer noch besser, was? Das ist immer noch besser animiert als vieles in My Hero Academia. Ja, ne? Weil da wird immer nur weggecuttet, wenn die mal einen Schlag machen oder so. Das ist genauso wie bei Fairy Tail irgendwie. Und wenn es das nicht ist, ist es immer nur eine Wiederholung von dem, was die vorher gemacht haben. Also die lassen da im Endeffekt ein Gift drüber laufen. Ich habe übrigens 13 Sprengpulver. Okay, Moment. Kannst ja mal Hol eben ich. gucken, ob das als Landing-Plattform hier klappt, wenn du hinterm Turm da auf der Plattform da landest. Ich meine, du kannst auch oben drauf, aber es wäre besser, wenn du unten das probierst, weil das ist ja. Das oben ist ja nachher gar Unten nicht mehr gelandet, frei. ne? Ja, und dann musst du einfach nach unten gehen und da unten ist eine Truhe. Goddammit, jetzt kann ich hoch. Was willst du hier oben? Als wenn ich damit da hochgehe. Ich habe keinen Fallschaden genommen. Gut.
Ich weiß nicht, ob Wie es viel daran Schaden liegt, dass das hast Spiel du gerade denn? gespeichert hat. Ich habe keinen Schaden genommen. Wie viel Federfall hast du? Kein. Gut. Also ich sehe da unten kein Dings. Gunpowder. Oder Was? meinst du ganz unten? Da ist so eine Truhe mit Gunpowder drin. Da war String drin, aber kein Gunpowder. Doch, da war Gunpowder drin. Als Ich der. sehe da Kohle. Da ist kein Gunpowder drin. Hä, wo ist das hin? Doch, hier oben Keine links. Ahnung. Ach Guck so. doch. Das war aber eben in der Mitte irgendwo, oder nicht? Keine Ahnung. Wieso habe ich keinen Schaden genommen, als ich da runtergefallen bin? Weil Absolut du nichts passiert. jetzt wieder 5 Striche Internet hast. Was? Das macht keinen Sinn. Andersrum wird's Sinn machen. Ich habe halt gerade gedacht, jetzt bin ich tot. Nee. Du hast den gleichen Glitch gemacht wie bei The Forest. Ich meine, das war Und kein nicht Glitch, ich habe davor. Schaden genommen. Es sei denn, du meinst den Glitch von wirklich am Anfang. Wo ich halt wirklich diese Probleme, die die meisten Leute beim Spiel hatten, dass die einfach hochgeflogen sind und daran dann verreckt sind, wenn sie irgendwie eine Leiche zerstört haben, weil die Leichen explodiert sind. Da hatte ich nämlich ein Mittel gegen, indem ich einfach abgeblockt habe. Dann fliegt man nicht. Nicht, dass es daran liegt. So, ich glaube, ich mache dann auf dieser Ebene hier die Fenster hin. Bisschen weiter höher wird man, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich glauben wollen. So, Fenster hier hin, Fenster hier hin. Das werden einfach so normale. Oben zwei zur Seite. Und dann ist man in der Winkelgasse. Mitten auf den Mund. Mitten in die Fresse rein. Hast du Siegfried gesehen? Nee. Aus irgendeinem Grund hat er deinem Schwein auf den Arsch geküsst. Gut. Und das Schwein konnte sprechen. Hast du Siegfried gesehen? So, jetzt brauche ich Fensterscheiben. Was soll ich dir welche bringen? Kannst du machen. Ich glaube, ich brauche hier auch nur. Moment. Aber kannst mir auch einen ganzen Stack einfach geben. Wenn Komm ich schon. hier richtig. Ne, ich brauche mehr als 36. Das sind gar nicht 3x3. Das sind 4x3. Heißt also Hallo. 12 pro Seite. Man übe sich in Genugtuung. Wer ist Mann? Ein Fred. Herd ist dein Herd. Wer ist Manfred?
Ich fände schön, wenn der das antworten würde. Wenn die erste Frage da von dir kommt, du weißt, welche Frage. Wer ist Mann? Nein, die andere Frage, die du immer sagst. Wie geht es Ihnen? Nein, die andere Frage. Wer ist denn diese? Wer ist denn dieser Lisa Manfred? Und er sagt dann einfach, wer ist Manfred? Und dann fliegt er einfach weg. Ich sollte wegfliegen. Weil das Top-Humor wäre. Die Wette gilt. Sieht einfach nur so ein Flugzeug am Himmel und fliegt dann selbst weg. So, was setze ich hier für ein Dach drauf? Wahoo! Screwed and never. Bist du schon wieder da? Ich gehe gleich hin. Was soll ich jetzt mit den ganzen Fensterscheiben? Pack die in die Kiste. Fillmore! Fillmore! Der sagt einfach nur, du sollst da mehr einfüllen. Der will It's einfach the nur, dass der irgendwas underground. unterschreibt. It's the underground. Past the bedrock, but don't trick. Strick, ja. Yeah. Don't strick. Don't strick. Das ist eine gute Anti-Suicide-Campaign. Don't strick. Ich meine, das könnte auch einfach eine Deutsche Bahn-Campaign sein. Don't strick. Und Streik oder was? Haben die strecken die bei euch auch so oft oder was? Ja. Vor allem so oft bei uns haben die in den letzten, weiß ich nicht wie vielen Jahren, einmal gestreikt und das war irgendwie auch nur so eine Stunde lang. Streiken die ganze Zeit immer. Die strecken während der Arbeit. Weißt du, was ich gut fand? Ja, das fand ich auch gut. Ich habe eine Bewerbung zurückbekommen. Das ist jetzt einerseits nicht gut, aber andererseits hat man mir mal einen Grund genannt dafür. Warum hast du eine Bewerbung bekommen? Ich habe nicht eine Bewerbung bekommen, ich habe eine geschrieben und die habe ich Also eine zurückbekommen. Antwort auf die Bewerbung. Ja. Okay, dann hast du keine Bewerbung bekommen, Ich sogar. meine, ich habe eine Bewerbung bekommen, das ist doch meine Bewerbung. Haben die dich einfach zurückgeschickt, oder was? Ja, die schickt man normalerweise dann einfach zurück. Oder wirft die in den Müll. Hast du die Dings Papier gehabt, oder was? Das Papier? Nö, die habe ich einfach so. Wie sollte man eine Bewerbung, die man über E-Mail geschickt hat, Ich habe keine zurückbekommen, Ahnung. oder? Aber die haben sich ja zurückgemeldet und einfach gesagt, ja. Wir wollen immer auf unseren Konferenzen, wo wir hingehen, dass da auch die Leute, die da arbeiten, halt hingehen. Wäre also jetzt, denke ich mal, nicht so viel Tolles für dich, wenn du da jetzt auch immer hingehen müsstest. Und ich meine, recht haben sie, da habe ich keinen Bock drauf, auf eine Messe zu gehen. Weil, hey, You'll das ist ja nicht mal ein regret vernünftiges, dass man sich zurückmeldet und sagt, das ist nicht einfach so gar nichts sagen und so meinen, ja, ist mir jetzt scheißegal. now you'll be brave. Den will ich hier nicht. Wie die meisten das halt machen. Ja, das kenne ich auch zu gut. Ich finde es auch dämlich, ne? Das sollten die eigentlich schon alleine aus dem Grund nicht, weil. Gehört sich nicht. Nicht nur das gehört sich nicht, das ist einfach, Unhöflich. ja, aus der Hinsicht macht das nämlich keinen Sinn, weil dir wird ja auch als Arbeiter dort eingetrichtert, du sollst ja nett zu Kunden sein. Warum sollst du dann nicht nett zu Arbeitnehmern sein?
Weil das die Arbeitgeber sind, die dürfen sich das so rum. Ja, toll, das können die trotzdem an andere weitergeben. Wenn du dich mit denen einfach denen gegenüber dich blöd benimmst. Hallo? Meinst du, die reden nicht über dich? Ist ja deren gutes Recht, dass die sich dann auch über dich beschweren werden. Wenn du scheiße mit denen umgehst. Es ist tief unter Grund. But now you feel brave, equipped with a spade, to roam in these caves. Wo kam der her? Zum Glück neben Enderman. Brothers of the Mind, rejoice! Swing, swing, swing your dick. Nicht Holz mit. Raise your dick and raise your voice. Swing, swing, swing your dick. Swing your dick. Gryffindor. Gryffindor. Ganz ehrlich, wer will bitte nach Gryffindor? Das ist das schlechteste Haus von allen. Dort wirst du in den Tod geschickt. Ich wollte gerade sagen, Gryffindor, das Haus, wenn du zu dämlich bist, um nach Ravenclaw oder Slytherin zu kommen, aber gleichzeitig dumm genug, um einfach in den Tod zu rennen. Ja, und was bin ich dann? Keine Ahnung, Slytherin? Warum? Du meinst immer, du verprügelst Leute. Ja, aber ich verprügel Leute immer aus Eigenwehr. Selbstverteidigung. Das sagen die auch. Nein, glaube ich nicht. Die brauchen keine Leute verprügeln. Ich wäre auf jeden Fall ein Slytherin, einfach weil ich ein Arschloch bin. Ich glaube, ich wäre so was wie ein Ravenclaw, weil ich nachdenke. Das ist auch alles, was du dafür brauchst. Ravenclaw sind die, die es Schule eigentlich schaffen, die anderen sind einfach nur in irgendwelche, was weiß ich, irgendwas, wo man keinen hohen Schulabschluss braucht. Ravenclaw heißt ja nicht automatisch super schlau, heißt einfach, dass du nachdenkst, wenn du mal guckst, welche Leute da sonst noch alles drin sind. Lovegood. Ja. Andere fallen mir gerade nicht mehr ein. Sind nicht... Was, Cho Chang in Ravenclaw? Das ist jemand, der emotional denkt, das ist nicht logisch denken. Würde ich mal so sagen, oder? Ich meine, auch wenn man nur emotional denkt, kann man klug sein. Ja, aber emotional denken hält dich in der Regel davon ab, normal logisch zu denken. Wenn du es halt immer so tust. Solange man es nicht differenzieren kann, vielleicht ja, aber... Dass du zum Beispiel bestimmte Sachen als Angriff auf dich wertest, die eigentlich kein Angriff sind, deswegen... würde ich mal sagen, dass so eine Luna das wahrscheinlich besser kann. So logisch denken. Würde ich mal sagen. Anstatt emotional zu denken. Ich meine, da werden gewisse... Gewisse Beleidigungen halt einfach so als Kompliment genommen, weil da gar nicht so emotional drüber nachgedacht wird. Ich mochte Luna nie. Warum? Keine Ahnung. Ich hab einen komischen Vater, einfach deswegen. Ich meine, ich mag den Vater nicht. Ich mochte den Vater mehr. Ich mag Luna nicht, weil die hat einen Vater, den ich mag. Das macht auch irgendwie keinen Sinn, weil Ravenclaw soll angeblich das Haus sein mit den schlauen Köpfen, ne? Ja. Warum
sind die schlauen Köpfe dann im Endeffekt doch Slytherin? Ja, ne? Und ich meine damit jetzt nicht, die Slytherins sind schlauer als die Ravenclaws. Ich meine damit, dass die Ravenclaws, die ja auch alle einfach nur mobben. Oder nicht? So dämlich. Jetzt endlich Hitler wäre ein Hufflepuff. Wahrscheinlich, der wird mit Kartoffeln handeln. Auf dem Schulhof. Ich fände es gut, wenn Hufflepuff halt wirklich dadurch definiert werden würde. Der Irish. Hast du Intentionen dazu, mit Kartoffeln auf dem Schulhof zu handeln? Ja, Slytherin, Hufflepuff. Ich fände es schön, wenn er dich das wirklich fragen würde, der Hut. Da musst du einfach so antworten. Gute Frage. Möchtest du welche? Nächste Frage. Kommt drauf an, wer fragt. Einfach nur gute Frage. Möchtest du welche zum Hut? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hut über das Jahr viel ist. Ich meine, alles, was er zu tun hat, ist im Direktorbüro sitzen und sich schon als Gedicht ausdenken. Ein komplettes fucking Jahr. Okay, da kann man mit guten Gedichten glänzen, wenn man sich denn Mühe geben würde. Er denkt sich ja aber nur eines pro Jahr aus. Bestimmt einfach so eine Bibliothek, wo der das immer drin hat und dann cycelt der nach so Jahren so wieder. Merkt keiner. Es gab mal einen Mann im Peru, da träumte er seinen Schuh. Und dann sagt er, ich meine keinen wirklichen Schuh, sondern den Typen. Schubert. Hä? Weißt du noch mal diese komische Kultur mit dem komischen Dschungelkind, das in New York gelebt hat? Weil es einfach nur Dings, nicht arbeitslos, sondern obdachlos war. Ich will gerade einfach nur mal eben sagen, der Ofen hatte gerade den Ofen als Namen. Als wenn du dahinter stehen würdest und Ofen heißen würdest. Gut. Das hat da drüber gestanden. Komisches Dschungelkind. In New York, was einfach nur obdachlos war und nicht irgendwie Dschungelkind. Und die ganze Zeit in einem Zoo drin war. Ja. Tupu. Im Central Park. Tutu? Tupu. Egal mit Tutu. Tutu. Ich glaube, das hieß Tupu. Hm. Moment. Was sagt Chrome oder Google? Nee, das heißt jetzt einfach nur Chrome. Tupu. Ja, das Kind heißt Chrome. Ja, Tupu hieß es. Tupu, das wilde Mädchen aus dem Central Park. Tupu gone wild. Warum ist da wieder ein Dingens? Was? Bambus. Ja. Warum ist da draußen Bambus? Weil ich einen einzigen gepflanzt habe. Aber werden die jetzt nicht mehr? Nee, die habe ich alle individuell angepflanzt. Ich weiß, dass das Tupu-Intro dämlich war. YouTube. Nein, guck's dir nicht an. Ich weiß auch, dass meine Schwester das gesungen hat, glaube ich. Tupu. Oder war es mein Bruder? War der offizielle Single. Ja, das wird mich nicht wundern. Ich mein, warum fängt sie mit Trommeln an? Weil das ein Dschungelviech ist. Bup, 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 bup. Sie lebt im Central Park. Bup, 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 bup. Immer voll in Fahrt.
Dippe, dippe, dippe. Freundschaft macht sie stark. Wie? Sieht sie einfach ist Kraft ganz aus der wild. Freundschaft. Sie ist ganz wild. Wohnt ganz oben im Baum. Was? Oder schwimmt wild Delfin. Was? Niemand kriegt das so hin. Sie ist ganz wild, lebt ganz oben im Baum oder schwimmt wie Delfin. Niemand kriegt das so hin. Ist einfach nur so ein obdachloses Kind, kein Mensch hilft dem Kind. Kein interessiert's. Warum hat die überhaupt Klamotten an? Ja. Das ist das Einzige, was die gekümmert hat. Ja, das Kind, das braucht keine Eltern oder sonstigen Scheiß. Aber wehe. Wehe, das läuft hier nackt rum. Amerika halt, ne? Das ist bestimmt auch wieder eher was Kanadisches. Ja, aber das spielt Amerika. Und woher ist Tupu? Die Serie nicht. Frankreich und Kanada. Ja, sag ich ja. Ich hab so einen Riecher dafür. Sie hat viel Spaß mit dem Tieren im Park. Zoophilie nennt man das auch. Und wenn es noch so wild weht, Tupu zeigt uns, wie es geht. Wie was geht? Ja. Wie man Spaß mit den Tieren im Zoo hat. Springt da einer einfach ins Gehege rein. Oh. Ich merk grad was. Tupu war Hagambes Mörder. Wahrscheinlich. Und du merkst was? Ja, genau das. Okay. Hagambe died for Tupu sins. Tupu, Tupu. Dick up Tutu. Ich meine, der kommt auch aus der Ecke. Aus der Ecke New York. Nee, aus der kanadischen. Aus der kanadischen Kultur. Aus der kanadischen jüdischen Kultur. Mythologie. Jetzt bin ich tot. Gut. Obwohl ich eigentlich schon vernünftig wieder da stand. Das war einfach nur unfair jetzt. Weil er das einfach nicht registriert hat, wo ich stand. Immer voll in Fahrt. Ich habe 5 Striche, ich komme nicht durch die Tür. Danke, Nitrado. Ja, ich schlag hier plötzlich mit der Hand noch mehrfach rum, obwohl ich nichts gedrückt habe. Das sind noch die Inputs von bevor du den PC zum letzten Mal abgeschalten hast. Also vor 2 oder 3 Monaten. Wieso schaltest du den PC so nie ab? Weil ich immer was hochlade oder sonst irgendwas mache. Und wenn ich das mache, dann sind halt meine ganzen Internetseiten zu wieder und dann muss ich die wieder raussuchen und das kann ich mir nicht merken. Hast du nicht eingestellt, dass das einfach alle wieder automatisch aufmacht? Das klappt nicht immer. Bei mir schon. Ich habe das wohl so, dass ich da drücken kann, öffne mal die letzten geöffneten. Ja. Aber darauf will ich mich nicht komplett verlassen. Also bei mir funktioniert das einwandfrei. Wenn du kein Internet hast, ist es auf jeden Fall toll. Weil dein PC gerade runtergefahren wurde. Ich finde übrigens auch schön, wie ich irgendwie 30 Level habe und das irgendwie zu 7 wurde. Das macht ja immer Sinn. Doch, wenn man Level verliert, wenn man stirbt. Aber nicht so viel. Doch. Nee, dann mindestens auf 26. Das wäre ja noch vernünftig.
Aber hey, Tupu, Tupu, Tupu. Tupu, Tupu, Tupu. Sie ist voll in Fahrt. Die ist meinen, auf der Autobahn. Nein, die meinen nicht das Fahrt mit H. Sie ist im Furt. Das ist auch so eine Aussage, die man unterschreiben sollte. Wer? Putin? Putin, genau. Putin, Putin, Putin. Er hat viel Spaß mit dem Tiger im Park. Er gibt Gas, er hat Spaß. Glaubst du, der hat Spaß? Manchmal. Ich meine, er läuft immer noch so rum, wie er halt trainiert wurde. Ich glaube nicht, dass er daran Spaß hat. Also er läuft immer noch so rum, weil so vielleicht. Der läuft halt immer noch so rum, wie er trainiert wurde, dass er jederzeit, egal in welcher Situation, eine Pistole ziehen kann. Der läuft immer noch rum. Oh, das klappt gar nicht. Aber wenn Putin im Central Park leben würde, das fände ich auch gut. Vielleicht tut er das ja. Das ist seine geheime Residenz. Seine Sommerresidenz. Das ist mir gerade zu gefährlich hier zu bauen. Spare ich mir für später auf. Das habe ich aber auch immer nur so nebenbei gesehen, die Sendung. Wenn man denn mal aus Versehen auf Kika kommt. Ja, ne? Oder man die Geschwister das gucken sieht. Hast du noch eine dämliche Serie? Wie wär's mit Oiski Poiski? Das Urmel. Welche? Das war ein Film, aber... War das ein Film? Keine Ahnung. Ich hab's nie gesehen. Also es war auch unter anderem ein Film. Dann war es ein Puppentheater auch noch, dann war es auch noch ein... Eine Serie, eine 3D-Serie, ein 3D-Film, Die komische Raymond-3D-Serie. Da gab's auch Dirk Bach drin. Dick Bach. Es gab eine Raymond-3D-Serie. Ja. Wo? Fernsehen. Vielleicht nicht in Deutschland kommen. Ja, wahrscheinlich nicht. Wer guckt sich sowas an? Frankreich. Da hat sich bestimmt die österreichische Regierung gedacht, boah, da haben wir uns wieder einen Fang gemacht. Das ist was Gutes, das müssen wir treasuren. Bei uns gab es das auch nicht. Dann ist doch gut. Die österreichische Regierung hat sich mal wieder gedacht, gut, kümmern wir uns nicht um die Kinder oder generell unsere Leute. Geht uns ja nur um Geld und irgendwelche russischen... Perlen. Das ist Strache. Der ist Österreich. Nicht mehr, der wurde enterbt. Oder habt ihr sowas nicht? Was? Ein Typ, der Österreich ist? Nee. Du bist Österreich. Nee. Und wir hatten mal eine Werbekampagne, wo aus irgendeinem Grund immer gesagt wurde, du bist Deutschland.
Und ich denke mir so, nein, ich bin kein Land. Ist auch das Einzige, was man sich so als neunjähriges Kind so denkt. Nein, ich bin kein Land. Ich bin doch ein Mensch. Das geht gar nicht. Das ist doch unlogisch. Das waren gute Zeiten, wo man noch extra, also wo man solche Sachen noch sagen konnte, ohne dass einer gesagt hat, oh, du verstehst das voll nicht. Weil da warst du noch jung, da haben die Kinder das auch nicht verstanden. Da haben es die Kinder genauso wenig verstanden, wie es die Leute verstehen, ne? Ja, man wollte nicht die ganze Zeit immer allen unbedingt eins auswischen und ich verstehe auch nicht, warum der Mensch sowas will. Dass wenn er merkt, dass irgendjemand einen Fehler macht, dass er direkt drauf losgeht. Und ich meine damit jetzt nicht Ich irgendwie so einen gesellschaftlichen Fehler, sondern einfach nur so normalen Fehler. Wenn du jetzt irgendwo, keine Ahnung, dir den Fuß anstößt und dann kommt einer an, boah, bist du scheiße dämlich, du hast deinen Fuß da angestoßen und ich lach dich jetzt aus, weil du scheiße bist. Und dann geht er in den Kaktus rein. Es Meine, Only specific. ich bin gerade an einem Kaktus vorbeigelaufen. Gut. Guter Grund, das so zu Es hat beenden. gerade gepasst, halt. Jetzt habe ich das Holz wieder dort hinten hingetan. Ich hätte das hier rein tun sollen. Underground. Past the bad luck, but don't dig straight down. You'll regret that, but now you feel brave. Equipped 47. with a Ich spade glaube, wir to beenden roam die in this Folge hier mal. cave. Okay. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios.